dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. Zum Tag X. Wir möchten vermitteln, dass Erste Hilfe überhaupt nicht mehr schwierig ist, dass es jeder kann, dass es für Laien total einfach ist und dass wir einfach nur eine Motivation geben, zuzupacken, den Leuten nicht liegen lassen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, der Bereich der Ausbildung. Ne? Ohne dass die Leute im Notfall ausgebildet sind, ne, läuft das Leben nicht. Wenn wir alle nicht einen Teil weiterbringen im Ehrenamt, das heißt, wenn jeder, der an der Straße mal stehen bleiben würde und nicht sein Handy nehmen würde und da lustige Bilder mit so mal anpackt, würde es den meisten Leuten wesentlich besser gehen. Ich bin gerade in der Stadt unterwegs und entdecke dichten schwarzen Rauch aus einem Wohngebäude. Schnapp mir mein Handy und nehme die 112. Notruffeuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Ja, ich bin hier auf der neuen Ritterstraße in so einem großen roten Wohngebäude. Da scheint es zu brennen. Da kommt der Qualm aus allen Fenstern. Bitte kommen Sie ganz schnell. Welche Hausnummer ist das auf der Ritterstraße? Es ist die Hausnummer 10. Hausnummer 10 auf der Ritterstraße in Krefeld. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Ulrich. Anmelden Sie Ihre Telefonnummer bitte. Die habe ich nicht im Kopf. Ja, ist verstanden. Bleiben Sie bitte vor Ort, ich schicke sofort Hilfe aus. Can't stay still, don't stop that.
hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town. Seit April, da wir den Regelrettungsdienst jetzt auch als Johanita von der Feuer- und Rettungswache hier in Krefeld von der neuen Wache aus fahren dürfen, ist die Zusammenarbeit natürlich viel intensiver als vorher. Man kommt sehr gut miteinander aus, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr, dem Rettungsdienst der Stadt Krefeld und den Johannitern. Also gleichzeitig laufen und auch mit Brüchen, also Wasser auf. Hier, die Hand ist also blieben. War schon mal wiederum drei Personen darunter. Wieder die Ablösung darstellen. Spätestens in zwei Minuten aufgefüllt, wenn man die Mantra, meine Damen und Herren, die Kassen durch 300 Meter Liter einhalten. Es gibt die unterschiedlichsten Module. Nicht alle sind in Krefeld vorhanden. Wir arbeiten mit 10 weiteren Ortsverbänden in dem Geschäftsführerbereich hier zusammen. Wir in Krefeld können unterstützen für Wasserschaden und Pumpen, wir können unterstützen bei der Stromversorgung und natürlich bei unserer klassischen Aufgabe retten, bergen und bei allen anderen Dingen, auch die Führungsunterstützung. Wir sind natürlich eingebunden in die Gefahrenabwehr auch der Stadt Krefeld. Wir werden bei Großschadenslagen genauso wie alle anderen Organisationen natürlich alarmiert. Und sie vor mir laufen trennbare Flüssigkeiten aus. Rechte Schutz. Sie ist schon aus dem Park. Würde jetzt die rettungsdienstliche Versorgung weitergehen. Der Patient kommt in einen Rettungswagen. Ich danke euch. Appell an Sie, bestellen Sie bei uns kein Cabriolet.
Thank you.